Bezirk Klagenfurt schon unterrichtet und es gibt den sogenannten Landesschulrat für Kärnten, der ist für die Lehrer und Lehrerinnen zuständig und da ist ja der Vizepräsident und wird bald auch Präsident sein, also der wichtigste Mann für alle Lehrer hier in Kärnten. Der liest halt was vor und er, ihm ist das Thema Lesen genauso ein Anliegen wie für uns und da macht er auch viele Veranstaltungen dazu, weil er weiß, wie wichtig das ist, das Lesen und das Vorlesen und ich darf ihn gleich beginnen. Bitte zu beginnen. So, ja, danke. Danke, Heimer. Grüß euch. Es ist so schön, wieder Kinder in der Hand zu halten nach vielen, vielen Jahren und den kleinen und den großen Kindern was vorzulesen. Es ist ein Buch, das mir der Heimer noch gehört hat, weil meine Kinder alle schon 20 plus sind, teilweise. Und die Kinderbuchliteratur-Ecke eigentlich irgendwo bei ihrem Nachboden war und da haben wir gesucht und das ist ein Buch gewesen, das wir unseren Kindern ganz gerne vorgelesen haben. Meistens am Abend so beim Einschlafen, das ist so hergesetzt und haben gesagt, hey, kannst du was vorlesen? Wie heißt denn von euch Stanislaus? Fangen wir mal. Der Heimer, also der Vater und Vierten hat der Heimer darf gezeigt. Stanislaus ist der Vorname von diesen drei, drauf sind sie, diese drei Figuren da. Ganz oben ist der Jüngste, der raucht schon. Ganz unten ist der Unten ist der Jüngste, in der Mitte ist der Papa, oben ist der Opa, hinten ist der kleine Stanislaus. Das ist der kleine Stanislaus, der junge Stanislaus und der alte Stanislaus. So wie sie da drin auch benannt haben. Wenn ich sage, der alte Stanislaus, ist es der hier da oben. Ja. Der junge Stanislaus ist der in der Mitte. Und der Kleine ist der da unten. Und der da unten hat eine Schwester. Die Veronika. Die Veronika. Und weißt du, die Veronika liegt da neben ihm, sind im Kinderzimmer. Und wenn es Nacht wird, sagt die Veronika zu ihm mit Stanislaus, dass sie ein bisschen fürchtet, sagt sie immer Läuschen zu ihm. Aber nur bei Nacht, bei Tag nicht. Am Abend vor dem Einschlafen sagte Veronika zu dem kleinen Stanislaus, schlaf gut, Läuschen. Nur im dunklen Zimmer sagte sie das zu ihm. Bei Tag, wie die Sonne schien, nannte sie ihn Stanislaus. Der kleine Stanislaus wollte es nicht anders. An einem schönen Sonntagmorgen machte die Großmutter das Küchenfenster auf. Es gibt den großen Stanislaus, den alten Stanislaus, den jungen Stanislaus und den kleinen Stanislaus und dazu eben die Großmutter, die Mutter und die Veronika, also die drei Generationen. Und an einem schönen Sonntagmorgen machte die Großmutter das Küchenfenster auf, beugte sich über die Blumenstöcke und rief Stanislaus. Die Mutter öffnete die Balkontür und rief auch Stanislaus. Und Veronika steckte ihren Kopf aus dem Fensterhemd des Kinderzimmers und rief ebenfalls Stanislaus. Der Alte, der Junge und der kleine Stanislaus waren so zu sehen. Nur die nackten Füße baumelten aus dem Kirschbaum. Der große Stanislaus hielt in der linken Hand einen Kirschast und schlief. Der junge Stanislaus hielt ein Buch in der Hand und las. Und der kleine Stanislaus hielt am Kirschbaum Kirschen in der Hand und aß sie. Als Großmutter, Mutter und Schwester Stanislaus riefen, erwachte der alte Stanislaus. Er baumelte mit den nackten Beinen und sagte zu seinem Sohn, komm, wir gehen. Der junge Stanislaus klappte das Buch zu, baumelte mit den nackten Beinen und sagte zum kleinen Stanislaus, komm, wir gehen. Der kleine Stanislaus baumelte mit den nackten Beinen, stopfte eine Kirsche in die linke Backe und eine Kirsche in die rechte Backe und sagte, wir gehen. Sie kletterten vom Kirschbaum und gingen barfuß durch das hohe Gras. Vom alten Stanislaus schaute der Kopf auf dem Gras, vom jungen Stanislaus der westliche Körper und vom kleinen Stanislaus sah man leider nicht sehr viel, weil das Gras so hoch war. Der kleine Stanislaus dachte, in zwei Jahren bin ich so groß, dass ich in die blauen Glockenblumen schauen kann. Das sind diese kleinen großen Blumen für ihn. In zwei Jahren, meinte er, wäre er dann so groß, dass er in die Glockenblume schauen kann.
Der Alte und der Junge und der kleine Stammesmaus betraten den bunten Garten, in dem das nette kleine Haus stand. Bitte bring ein paar Karotten vom Gemüsegarten, sagte die Großmutter zum alten Stammesmaus. Bitte hilf mir, den Kasten in die Ecke zu schieben, sagte die Mutter zu ihrem Mann, dem jungen Stammesmaus. Und Veronika sagte zu ihrem Bruder, dem kleinen Stammesmaus, bitte hör zu, ich spiele dir auf dem Puppenklavier etwas vor. Der alte Stammesmaus packte die Karotten vom Garten, der junge Stammesmaus rückte den Kasten in die Ecke. Der kleine Stammesmaus legte sich flach auf den Fußboden im Kinderzimmer und hörte dem Spiel auf dem Puppenklavier zu. Eine Weile später trafen sich die drei Stammesläuse vor der Türe der Speisekammer. Wisst ihr, was eine Speisekammer ist? Ja. Das ist ein großer Kühlschrank, so ungefähr. Der alte Stammesmaus ging hinein und schnitt drei dicke Scheiben von der Stammes-Schinkenwurst ab. Und aus einem Glas fischte er drei Salzgurken. Eine Scheibe Wurst und eine Gurke für sich, eine Scheibe Wurst und eine Gurke für die junge Stammesmaus, eine Scheibe Wurst und eine Gurke für den kleinen Stammesmaus. Sie aßen vergnügt. Nachher nahm der kleine Stammesmaus Teile von der Wurst und stieg die Kellerstiege hinunter, um jemanden die Wurstreste zu bringen. Es waren die Mäuse, die im Keller bereits auf ihn warteten. Diesmal waren es besonders viele Mäuse, weil sie wussten, der kleine Stammesmaus bringt ihnen Wurstscheiben zum Essen. Sie begannen mit dem Verspeisen der Wursthäute, ihre seidenweichen Schnurrbärte zitterten vor Wonne. Der kleine Stammesmaus sagte, auf Wiedersehen Mäuse, und er ging die Treppe hinaus. Die Mäuse stellten sich auf, um ihm nachzuwinken. Er schaute zurück in ihre funkelnden Augen und sagte, heute sind sie sehr zufrieden, die Mäuse. Vor der Kellertür wartete der alte und der junge Stammesmaus. Hat ihnen die Wursthaut geschmeckt, fragten sie. Der kleine Stammesmaus antwortete, heute war es mehr als gestern. Sie haben ihre Kinder mitgebracht und geschmeckt hat es allen. Sie traten vor die Haustür und blinzelte in die Morgensonne. Das lasse ich ein bisschen was aus. Und ich werde die Burg lieber auf ihren alten Platz zurückschicken. Er drehte sein Fernrohr um, schaute verkehrt durch das Fernrohr. Da sah er die Burg wieder auf ihren alten Platz. Das rote Auto und die Frau hatte er absichtlich nicht durch das umgedrehte Fernrohr angeschaut. Das Auto und die Frau wären sonst auch so klein geworden und oben auf dem steilen Berg gestanden und die Frau hätte sie vor dem steilen Berg bestimmt gefürchtet. Jetzt stand die Frau wie vorher neben ihrem roten Auto auf der grünen Wiese und rief verwundert, wo ist denn die Burg hingekommen? Der alte, der junge und der kleine Stammesmaus gingen zu ihren Papierschiffen zurück. Als sie einstiegen, fragte der kleine Stammesmaus, glaubt ihr, die Kuh da oben in der Burg ist glücklich? Ich wollte sie ja nicht hinaufschicken, aber sie stand leider mitten im Burghof und da habe ich sie samt der Burg auf den steilen Berg gestickt. Oh, sagte der alte Stammesmaus, die Ritterbuben essen sicher gern Milchreis mit Zimt und Zucker. Lass die Kuh nach oben. Sie stiegen ein und lichteten den Anker. Sofort begann das Schiffchen dann ab zu flitzen. Der kleine Stammesmaus war schweigsam. Der junge Stammesmaus legte ihm die Hand auf die Schulter und fragte, woran denkst du, Stammesmaus? An die Kuh, sagte der kleine Stammesmaus traurig. Wenn man ihr nun eine eiserne Rüstung anzieht, dann ist sie, das ist sie bestimmt nicht gewöhnt. Und vielleicht gibt es auf der Wiese unten eine andere Kuh, die ihre gute Freundin war. Und diese Kuh wird die Kuh jetzt nicht mehr wiedersehen und um sie weinen. Und die Kuh auf der Wiese wird die Burgkuh überall suchen und sie nirgends finden. Da sagte der alte Stammesmaus, mag sein, dass du recht hast, kleiner Stammesmaus. Er verankerte das Schiffchen, nahm dem kleinen Stammesmaus das Fernrohr aus der Hand, schaute durch das Fernrohr zu der fremden Burg hinüber. Im gleichen Augenblick stand die Burg wieder im flachen Stammesmaus. Auf dem Strom fuhren weiße Dampfer, schwarze, ölige, große Schiffe mit schlotterndem Rauch, die gefährlich nahe bei ihnen vorbeifuhren. Das Schiffchen aus Zeitungspapier zitterte und bebte, die Wellen spielten mit ihm, sie warfen es in die Luft und fingen es wieder auf. Sie drehten es um, sie ließen es keinen Augenblick zur Ruhe kommen. Dem kleinen Stammesmaus wurde schlecht. Er musste seine Stirn auf dem Rand des Schiffens stützen. Der alte Stammesmaus kratzte sich in der Ohr. Der junge Stammesmaus vergaß völlig auf der Mundharmonika zu spielen und ließ die Zähne zusammen.
dass der Bierschiffchen hüpfte auf von einer Welle zur anderen und großen Schiffe wühlten den Strom auf, wie Pflüge die Erdschollen aus dem Boden rissen. So rissen sie steile Wellen aus dem Fluss. Das Wasser sah aus, als ob es kochte, es schäumte, gurgelte, überschlug sich. Dem kleinen Stanislaus wurde schlechter und schlechter. Der junge Stanislaus kniete im Schiffchen und hielt seinen Buben in seinen Armen. Der alte Stanislaus schwankte von einem Bein auf das andere. Von seinem buschigen Augenbrauen tropfte der Schweiß. Die großen Schiffe duderten. Jetzt müssen Sie was tun, ja? Das ist jetzt etwas brenzlig. Der Strom jagte das Schiffchen weiter und weiter. Der alte Stanislaus versuchte, den Anker zu werfen, doch der Anker erreichte den Grund nicht. Der schwarze Bindfaden war viel zu kurz und der Fluss war tief. Der Fluss machte eine große Biegung, so wie eine Kniescheibe, so rund. Das Schiffchen fuhr weiter und bei einem Strand vor einem Städtchen blieben sie stehen. Sie wollten dann in die Stadt hineingehen. Der kleine Stanislaus packte das Fernrohr und schaute, wie weit sie mit dem Schiffchen in die Nähe der Stadt fahren konnten, wo sie aussteigen konnten. Großmutter zur Mutter und zur Veronika. Der alte Stanislaus nahm den Schnittlauch mit, gab ihn der Großmutter. Der kleine Stanislaus gab die kleine Katze seiner Veronika. Der junge Stanislaus gab die Mutter Monika seiner Frau. Die Großmutter sagte zum alten Stanislaus: Bitte bring mir jetzt den Schnittlauch vom Gemüsegarten. Bitte schlag einen Nagel an die Wand, ich möchte ein Bild aufhängen, sagte die Mutter zum jungen Stanislaus. Und Veronika sagte zu ihrem Bruder, dem kleinen Stanislaus: Auf dem Spieltisch liegt ein Bonbon, das dir gehört. Und das Kätzchen mit den drei Punkten zwischen den Köpfen stieg hinunter in den Keller, holte die Mäuse, machte mit ihnen einen kleinen Ausflug über die Wiesen, über die Felder bis hinunter zum Bach und er zeigte den Kindern, wo das kleine Papierschiffchen mit dem Großen, mit dem Jungen, mit dem kleinen Stanislaus losfuhr, erzählte den Mäusen von der Stadt, wo sie wohnte. Inzwischen hat der Alte und der Junge und der kleine Stanislaus ihre Seemannsmützen abgegeben, die Jacken ausgezogen und die Kapitänspfeife und die Mundharmonika und das Fernrohr wieder in den Dachboden gelegt.